Ein Drachentöter kann nicht mit großer Gebärde die Reste der Drachenbrut tapfer niederschlagen. Die sind geschlagen. 1976 wurde der Konterrevolutionär Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert. Jawohl. Proteste. Nicht wenige Kulturschaffende aus der DDR unterzeichneten einen von Stefan Hermlin initiierten offenen Brief an die DDR-Führung, in dem gefordert wurde, die Ausbürgerung Biermanns rückgängig zu machen. Das waren unter anderem Stefan Heim, Manfred Krug, Eva-Maria Hagen, Katharina Thalbach, Jürgen Fuchs und viele andere. Sogar mehrere Dutzend DKP-Mitglieder schlossen sich damals den Protesten gegen die DDR-Regierung an. Es gab aber auch andere. Sie begrüßten die Ausbürgerung Biermanns, zum Beispiel Paul Dessau, Konrad Wolf, Ruth Berghaus, Anna Segers und Peter Hacks. Peter Hacks veröffentlichte zum Fall Biermann damals eine Polemik in der Weltbühne. Das führte dazu, dass seine Werke im Westen mit einem Aufführungsverbot belegt wurden. Diese Polemik von Peter Hacks möchte ich euch nun vortragen. Neues von Biermann. Am 20.11.1976 gewährte des deutschen Bourgeois Bild-Zeitung, welche unter dem Namen Der Spiegel erscheint, dem singenden Schriftsteller Wolf Biermann ein Gespräch. Ich muss Biermann nicht vorstellen, er hat sich vorgestellt. Er war in Köln und hat dort mit wissenschaftlichen Begriffen, gereimten Liedern und vielem Augenrollen und Zwinkern den Vorschlag gemacht, das Ziel des Kommunismus doch lieber mit bürgerlichen Mitteln zu erreichen. Solche Leute sind, seit es eine Arbeiterbewegung gibt, mit dem Beifall der Geschichte aus der Partei geschlossen worden. Und da Biermann beim Vortrag seiner Lehre zum einen sehr hässliche Dinge über die DDR sagte, zum anderen das Bestehen einer Art von Bund zur Durchsetzung derselben andeutete, dessen Mitglieder einander mit Genosse anzureden scheinen, eines aber mit Sicherheit nicht sind: Angehörige einer bisher bekannt gewordenen sozialistischen Partei, ist er inzwischen auch aus der DDR geschlossen. Er befindet sich nun in Westdeutschland. Ich kann nicht erkennen, dass er sich dort verhalten hat wie einer, dem es dort nicht gefällt. Er ließ sich ganz gehen. Er gab locker und unbefangen den Schatz seines innersten Hirns und Herzens preis. Alles Dinge, die keiner in einer Umgebung tut, die ihn trüb stimmt. Wenn er zugleich beteuerte, ihm sei am Aufbau des Sozialismus in der DDR gelegen, ist er, nach dem, was er uns alle hören ließ, so glaubwürdig, wie es der Spiegel wäre, wenn er seinen Titel änderte und das, was er bislang immer geschrieben hat, fortführe, unter dem Titel die rote Fahne zu schreiben. Für diejenigen Bürger meines Landes, welche wissen wollen, wie es Biermann seither so ergangen ist, erzähle ich also von dem Interview. Es zerfällt, wie man hier richtig sagen muss, in drei Teile. Im ersten Teil erklärt Biermann, was er in Köln schon erklärte. Ihm schmeckt die BRD nicht, er liebt sein Vaterland, mit Absichtserklärungen spart er nicht. Freilich, die sind ja auch billig. Die Parteiführung, meint er, müsste nach dem Kölner Abend eigentlich erleichtert sein. Der zweite Teil prüft die taktischen Möglichkeiten der Rückkehr Biermanns an seinen alten politischen Arbeitsplatz. Der dritte Teil endlich besteht aus sehr gewöhnlicher DDR-Hetze. Er ist nicht im Ton der Untersuchung gehalten. Biermann benutzt schlechte Gründe und abstoßende Worte. Die Leitung der SED nennt er stalinistische Bonzen, was, die Meinung, die man über Stalin hat oder haben sollte, beiseite gelassen, doch offenbar keine zutreffende Bezeichnung ist. Ich will mich als dem inhaltlich einzig Ergiebigen den zweiten Teil widmen. Biermann bespricht mit dem Spiegel die Erfolgsaussichten eines Antrags auf Erlangung der DDR-Staatsbürgerschaft, wobei beide keinen Zweifel hegen, dass das ein unzüchtiger Antrag ist. Von wem erwarten Sie Hilfe? Fragt die Illustrierte. Biermann weiß vielerlei Antwort. Erstens, er empfiehlt der SED, sich nicht nach dem Beispiel der IKP oder FKP zu richten. Ich habe der SED keine Ratschläge zu erteilen, aber ich bitte Sie herzlich, das nicht zu tun. Sie müsste, wollte sie Biermann folgen, in der DDR eine imperialistische Wirtschaft und Herrschaft einsetzen und zu deren ein aufständisches Verhältnis treten. Ehrlich zu sein, ich bin recht froh, dass wir das alles schon hinter uns haben. Und ich wünsche im Gegenteil diesen mächtigen und erfindungsreichen Bruderparteien, dass sie bald so weit sein mögen wie wir. Aber eben dies und kein anderes ist das Rezept, das die Denker des wahren Sozialismus uns im Ernst anbieten. Zweitens, er hat die Zustimmung von Böll.
Böll, man kennt ihn, ist drüben der Herbergsvater für dissidierende Wandergesellen. Biermann hat in seinem Bett übernachtet und ich hoffe, er hat nicht noch Solzhenitsyns Leute darin gefunden. Ich habe Herrn Böll im Fernsehen gesehen, er machte Augen wie ein Hund von Toba und zeigte wieder einmal sein geübtes Staunen darüber, dass Konterrevolution in sozialistischen Ländern verboten ist. Drittens, er hat, wie der Spiegel es ausdrückt, seine Leute in der DDR. Er hat sie übrigens natürlich, wo immer er hinkommt. Könnte die Einigung der westdeutschen Linken, erkundigt sich der Spiegel, eine neue Aufgabe für sie sein? Che Biermann bescheiden, zumindest eine erfreuliche Nebenwirkung. Manchmal kann einem schon leid tun. Beide, Biermann wie seine Befrager, vermeiden sorgfältig die Erwähnung der DDR-Schriftsteller, die auf einer Liste erklärt haben, dass sie ihn wiederhaben wollen. Die Sorgfalt fällt auf. Noch auf der Pressekonferenz am Vortag setzt Biermann alle Hoffnung in sie. Ich will bei dem Punkt noch verweilen. Unterrichtet durch die sozialistische Presse, wie ich gewöhnlich bin, kenne ich die erwähnte Liste nicht vollständig. Überhaupt ärgere ich mich über das neue Deutschland mehr als über den Spiegel, weil ich öfter darin lese. Aber notfalls lässt sich auch bei wenig Nachricht viel denken. Und ungefähr hätte jeder vom Fach die Liste niederschreiben können, bevor sie noch verfasst worden. Wir Schriftsteller reden hier viel und seit langem gegeneinander. Der Streitgegenstand ist immer derselbe. Das Recht der Dichter auf Unbildung. Viele meinen, der Künstler müsse sich immer mitteilen, wie es ihm ums Gemüt sei. Die anderen wieder leugnen das gar nicht, mögen indessen nicht einsehen, wieso dieser richtige Satz den Künstler hindere, gelegentlich einen Blick in die ersten Abschnitte von Was tun zu werfen. Gewiss ist die Vorstellung, man könnte die Vorzüge des Sozialismus mit den paar noch übrigen Vorzügen des Imperialismus verbinden, angenehm, aber sie ist zur gegenwärtigen Zeit eine ungebildete Vorstellung. Es ist der Wunsch nach einem schokoladenen Leninismus und ein Lenin, der aus Schokolade wäre, würde schnell schmelzen. Dichter, die das Recht auf Unbildung beanspruchen, sind verpflichtet, sich mit ihren Stoffen vorzusehen. Als vor Jahren der Knabe Biermann auf seinem Wunderhorn daherschwatzte, was ihm so an Kleinigkeiten durch den Kopf ging, war das ganz allerliebst. Die Reime waren schon damals schlecht, die Verse holprig, die Gedanken kraus, die Worte waren schon damals nicht wichtig genug, um nicht des Beistands der Musik zu bedürfen und die Melodien nicht stark genug, um ohne Worte standzuhalten. Aber Biermanns Lieder waren bildhaft und wunderlich wie die, welche die Schäfer auf der Heide und die Dienstmädchen in den großen Städten singen. Erst als ein fehlerhafter Ehrgeiz ihn trieb, sich an Heines Philosophie und Villons Weltgefühl zu messen, als er sich von den Alltagssachen weg und den Weltsachen zuwandte, verstieß er gegen die seiner Begabung angemessene Gattung und sank vom Volksliedsänger zum Kabarettisten. Er wurde, was er ist, der Eduard Bernstein des Tingeltangel. Wolf Biermann ist nicht so gut, wie man annimmt. Ich erwähne das nicht zum ersten Mal und ich würde es hier nicht wiederholen, wenn es ihn nicht erklärte. Biermann übernahm sich. Und in je höherem Maße er sich übernahm, desto mehr bedürfte seine Kunst neben dem Gedicht und der Gitarre des Skandals. Biermann, so wenig wie andere Künstler, die es betrifft, wird sich von mir nicht widerlegt fühlen. Diese Uneinsichtigkeit billige ich. Alle Künstler haben ein Auge für Kunst, keiner ein Ohr für Vorhaltung. Keine Sorte von Urteilen beeinflussen Künstler, nicht kritische und nicht politische. Auf Kunst wirkt nur Kunst. Schlechte Kunst ist ausschließlich durch bessere Kunst zu widerlegen. Genug also davon und zurück zu den Gelegenheiten für Biermanns Reconquista. Viertens nämlich und zum Schluss rechnet Biermann mit der Furcht unseres Staates vor ihm. Er beteuert im Spiegel, dass die Regierung der DDR, solange sie ihn duldete, stark war, nun aber, da sie ihn los ist, zittert. Diese Behauptung ist als ihr eigener Beweis gemeint. Biermann schließt das aus dem. Ich finde ihn nicht so schlüssig, wie er sich findet. Mir tut seit dem Frühjahr ein Zahn weh. Ich habe den Zahn geduldet, weil mein Zahnarzt es an der Leber hatte oder ich verreist war aus solchen Gründen. Jetzt habe ich vor, ihn wirklich ziehen zu lassen und ich versichere, er schmerzt mich nicht schlimmer, als er es im Frühjahr tat. Ich will gar nicht, wie ich ja könnte, vorbringen, dass ich bisher zitterte und nun stark bin. Das passt mir einfach, es jetzt zu tun. Von dieser Fachfrage des richtigen Folgers einmal abgesehen. Wolf Biermann, denke ich, setzt die Furchtschwelle der sozialistischen Gesellschaft vielleicht ein wenig zu niedrig an, wenn er seinen Fall in dem Zusammenhang erörtert. Man soll mich nicht ungerecht schelten. Meine Gespräche mit Biermann sind, wenn es sie gab, stets unerfrischend verlaufen, ohne Verständnisinnigkeit. Ich rede leichter davon als mit ihm.
Aus Billigkeit will ich ihm das letzte Wort abtreten. Und ich wähle unter vielen Schönen sein Goldenstes. Es ist in Köln nichts passiert, was mich im Nachhinein gequält hätte. Ein Lied an die Milliardäre. Ich muss vorweg noch was schicken. Ich habe früher den Biermann Ende der 60er gut gefunden, weil er nämlich das Lied geschrieben hat, Drei Kugeln auf Rudi Dutschke. Das war, fand ich ganz gut. Ja. Und dann habe ich aber dieses andere gehört, Soldaten sind sich alle gleich, lebendig und als Leich. Also er hat die Gleichsetzung gemacht zwischen dem US-Soldaten und dem Vietnamesen, dem vietnamesischen Soldaten. Und da habe ich schon gerochen, wo das hingeht. Und man muss sagen, seit 1991 hat er jeden NATO-Krieg begrüßt. So weit sein Pazifismus, ja? Also. So, jetzt mal ein Lied an die Milliardäre. Ihr habt alles nur gestohlen, hier auf dieser schönen Welt. Das ist natürlich ein legaler Diebstahl, ne? Das ist ja der Trick im Kapitalismus. Ihr habt alles nur gestohlen, allen Reichtum, alles Geld. Ihr habt alles nur gestohlen, unser Leben, unser Glück. Eines Tages werden wir es holen, alles holen wir zurück. Ihr rafft tausend schöne Dinge, voller Gier und voller Hass. Was fast allen unerschwinglich, grad das macht euch Lumpenspaß. Ihr wollt immer mehr besitzen, und die Menschheit zahlt dafür. Euch nur soll das alles nützen. Elend, Not schafft ihr uns hier. Ja, ihr kennt nur das Bestreben, Reichster auf der Welt zu sein. Rafft nach mehr, nehmt Gut und Leben. Doch was bringt es uns hier ein? Alle Macht und alle Güter, stecken wir einst in die Tüte, sind für euch dann nichts mehr wert. Denn wir wollen ein besseres Leben, ein Ende dieser langen Nacht. Und wir ahnen's und wir freuen uns, es kommt das Ende eurer Macht. Freuen uns an der Völkerfreundschaft, teilen die Güter, teilen das Glück. Alles hattet ihr gestohlen, alles holen wir zurück.